Sie sind hier, 7. August 2018, 17.35 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Elisabeth Brandau wurde beste Deutsche im Cross-Country. Urheberrecht Getty Images. Elisabeth Brandau zeigt bei der Mountainbike EM in Glasgow eine starke Leistung. Beim Sieg eines Schweizers ist Georg Esser fährt Georg Egger noch knapp in die Top 10. Mountainbikerin Elisabeth Brandau Schöneich hat sich bei den Europameisterschaften in Glasgow achtbar geschlagen. Im olympischen Cross-Country belegte die 32-Jährige am Dienstag in 1 Uhr 35 Stunden den 5. Rang, die zweite deutsche Starterin Adelheid Morath, 1 Uhr 40, landete beim Sieg der Schweizer Weltmeisterin Jolanda Neff, 1 Uhr 31, auf dem 16. Rang. Das Podest komplettierten die Französin Pauline Ferrand-Prévot, 1 Uhr 33, und Githa Michels aus Belgien, 1 Uhr 34. Die deutschen Männer hatten mit der Entscheidung nichts zu tun. Manuel Fumic, EM-Dritter des Vorjahres, stieg mit Rückenproblemen aus. Egger, bester deutscher Mountainbiker. Bester Deutscher wurde beim Sieg des Schweizers Lars Forster, 1 Uhr 33. Georg Egger, 1 Uhr 34, auf dem 9. Rang. Service-Zeitplan der European Championships. Ben Zwiehoff, 1 Uhr 35, belegte Platz 15, Martin Gluth, 1 Uhr 37. Und Christian Pfäffle, 1 Uhr 39, kamen auf den Rängen 30 und 37 ins Ziel. DATENCENTER, der Medaillenspiegel. Silber ging an den Italiener Luca Bridet, 1 Uhr 33, Dritter wurde der Spanier David Valero Serrano, 1 Uhr 33.